Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cyberpunk 2077. Ja, beim letzten Mal haben wir uns gerade dieses Moped geklaut hier. Moment mal. So, ich hoffe, jetzt ist ein bisschen weniger ruckelig hier. Ein paar Sachen zugemacht. Ist immer noch ein bisschen ruckelig. Muss ich am Ende die Grafikeinstellung runterstellen, damit das... Okay. Es scheint, ich muss vielleicht das Spiel neu starten. So, zweiter Versuch. Mal sehen, ob das jetzt klappt. Bin mal sehr gespannt. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Okay. Oh, 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 oh. Sorry. Sieht aber schon besser aus. Also, es ist alles ein bisschen flüssiger jetzt. Mal gucken, ob er mir wieder abstürzt, wenn ich hier vorne reinfahre. Sieht nicht so aus. Okay. Ja, jetzt kann man spielen. Sehr gut. Okay. Oh Mann. Polizei. Was ist das? Da ist ein kleines... Ein kleiner Blinker auf der... Okay. Brechstange, okay. What? Wo? Er schießt da auf mich. Okay. Ah, da ist das Moped. Okay. So, mal gucken, ob wir auf der Karte vielleicht andere Merkmale haben, wo wir hin können. Gehen wir doch mal hier hin zum Beispiel. Und... Machen wir mal diese Mission an. Dann wird uns nicht mehr der Weg hier zur Hauptmission angezeigt. Und wir können machen, was wir wollen erstmal.
Autsch. Ja, ja, gib ihn mir, okay? Der will nicht mit mir reden? Was zum Teufel? Was flennst du denn so? Ich schrei nicht! Pff. Okay, war es das schon? Es geht echt schnell mit dem Schnitzelmesser. Okay. Sammeln wir mal alles ein, weil es ein Rollenspiel ist. Wieder neue Motorräder rum hier. Sehr schick. Okay. Oh, da liegt noch, da ist noch ein Kreuz auf der Karte. Das heißt, ich kann hier noch was einsammeln. Ja, er lag unter dem anderen Herrn. Okay. Gut, schauen wir mal, was wir im Inventar haben. Wir haben eine neue Jacke zum Beispiel. Mag ich den Mantel lieber. Kann man die verkaufen? Ja, aber bringt nichts, also. Und wir können ein neues T-Shirt, 10,7, das ist ja sogar besser als das, was wir haben. Aber gefällt mir nicht, glaube ich. Oder passt das hierzu? Hm. Na gut. Und hier bei den Waffen, was haben wir da? 68. Und das ist ja die Unity, die Dying Knight, die wir bekommen haben aus dem Laden. Ja, ich glaube, die können wir ja, glaube ich, nicht wieder rausnehmen, die Mods, oder? Nee. Das kann ich rausnehmen. Die kann ich nicht rausnehmen, darum behalte ich einfach mal die Waffe. Aber wir haben auch neue von den Waffen hier. So, schauen wir mal, wie viel. Okay. So, gucken wir mal auf die Karte, wo der nächste Einsatzort hier ist. Was ist das hier? Was ist das hier zum Beispiel? Gefahr sehr hoch, okay. Das hier Gefahr mittel, das klingt gut. Gehen wir da an. Das ist eine richtige Mission scheinbar. お前とかくれんぼをする気はねえんだよ。
Oh. Ohne dich wäre ich jetzt tot. Ja, keine Ursache. So. Nicht noch was? Yes! Mach den fertig! Reload する! Okay. Interessant, ich habe sogar wieder Vorteilspunkte. Sehr schön. So, können wir jetzt hier vielleicht ein bisschen Schleichen kriegen, indem wir die Leichen noch verstecken? Ich meine, es ist keiner mehr da jetzt, vor dem wir die Leichen verstecken könnten, aber... Ups. Mal gucken, ob wir dafür was kriegen. Nee, scheinbar nicht. Aber hier wollten wir auch nicht hin. Wir wollten zu diesem Auftrag hier. In 100 Metern Entfernung. So, Levelaufstieg, sehr gut. Ein verfügbarer Vorteilspunkt. So, da haben wir still und tödlich, erhöht den Schaden durch Waffen mit Schalldämpfern. Das Bewegungstempo. Möglich das Werfen von Messern. Okay, Kampfmaschine. Mhm. Deine Gesundheit regeneriert sich langsam im Kampf, das wäre eine coole Idee. Erhöht die maximale Ausdauer, erhöht die Tragekapazität, erhöht die maximale Gesundheit. Aha. Schrotflinten und leichte Maschinengewehre verursachen 3% mehr Schaden. Verringert die Nachladezeit von Schrotflinten und leichten Maschinengewehren, verringert den Rückstoß. Okay. Erhöht den Schaden von Angriffskombos mit stumpfen Waffen um 30%. Okay. Also... Ich glaube, wir nehmen mal hier. Gesundheit regeneriert sich langsam im Kampf. Das können wir gut gebrauchen, glaube ich. Wozu ist das da gut? Ist das eine Klimaanlage für das Gebäude oder nur an dem einen Stockwerk und dafür riesig? Oder zieht sich das durchs ganze Gebäude mit so Röhren? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Oh, warte.
Ach, da. Okay. Danke. Was soll das denn bitte? Hallo. Ah. Okay. Die können alle nicht gucken hier. Brauchen wir erstmal ein Auto, glaube ich. Lass mich doch einfach in Ruhe. So, für den Auftrag brauchen wir ein Auto. Okay. Sehr gut. Worauf warten wir dann noch? Oh, zum Auto. Schnell. Oh, garantiert befriedigend stand drauf. Ich sag's dir, Mann. Besorgt ihr bloß keinen Mr. Stump. Hatte ich nicht vor, aber trotzdem danke. Hey, danke, dass du mich nicht auslachst. Weißt das zu schätzen? Leicht ist es nicht, ehrlich gesagt. Fick dich! War ja klar. Okay. Oh, fahr einfach! Nicht sie um! Bleib mal cool. Wir sind gleich weg. Cool! Fuck! Das brennt wie Sau! Und ich soll cool bleiben! Chill mal. Ich gebe mein Bestes. Hab ich meinem Output auch gesagt. Hat ihr scheinbar nicht gereicht. Verdammte Scheiße! Fuck! Kannst du wenigstens aufhören, so rumzuschreien? Weißt du, wie scheiße weh das tut? Fühlt sich an, als würde ich einen Anspitzer ficken. Dann leide stiller, Chu. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Selten so gelacht! Wow! Okay, okay. Schneller! Schneller! Okay, wir... Ich zahl später! Ich ruf dich an! Aber... Oh Gott. Na, okay. Scheiße. Mal gucken, was machen wir jetzt? Das ist sehr hoch. Sehr hoch. Gefahr hoch. Gefahr sehr hoch, sehr hoch. Gefahr hoch, okay. Gefahr hoch, Gefahr hoch, überall ist Gefahr hoch. Gefahr hoch. Hm. Und gehen wir hier mal trotzdem hin. Dann gucken wir mal von Norden nach Süden. Oh wow, okay.
Ja, in GTA 5 kann ich übrigens besser fahren. Hier ist das ein bisschen ein eigenwilliges Steuersystem hier. Oh, shit. Okay. Ja, das mit dem Gefahr hoch. Vielleicht ist da was dran, sagen wir mal. So, das ist ja heute gut. Das war die Bank, aufgrund der aktuellen Rechtsprechung. Ändern sich Sachen für mein Konto, aber für mich ändert sich nichts und ich muss zustimmen. Also, ja, das ist wohl so. Heilige Scheiße. So. Mal gucken, vielleicht haben wir ja doch bessere Waffen als die, die wir gerade bei uns tragen. Oh, wir haben jede Menge. 68, 65, 60. Okay. Auch das ist alles besser hier. So, mal gucken, welches ist denn jetzt die beste? 67, 65, was hat der? 63. Gucken können von Oberflächen abprallen. Gucken können von Oberflächen abprallen. Also, das tut sich nicht wirklich viel. Oh, und wir haben auch neue 4,5 statt 4. Interessant. Neue Hosen. Guck mal, das sind Hotpants, Shorts, die aber mehr als doppelt so viel schützen wie die Nomadenhosen, die wir eh schon haben. Das heißt, jetzt sehen wir aus wie, keine Ahnung. Und diese Stiefel sind auch besser. Jetzt sehen wir so aus. Ha. Okay, warum nicht? So, in welche Richtung guckt ihr hier hin? Gucken wir mal, ob wir uns von hinten anschleichen können. Vielleicht bringt das ja was. Ich glaube, die beste Waffe ist wirklich immer noch das Schnitzelmesser hier. Einer ist da noch. Willkommen bei deinem Begräbnis. Ah, da ist er. Okay. Wie ein Erdl.
Meine Güte. Okay, neue Jacke. Ja, die ist auch besser als die, die wir hatten. Ich weiß nicht, ob das so gut zusammenpasst. Speziell die Hose beißt so ein bisschen, aber okay. So, 64. 64. Und das ist 67, okay, das heißt die 64er können wir auch kaputt machen, ja. Können wir eventuell schon ich sag mal, Waffen upgraden hier, zum Beispiel die hier. Reiche Level 3, um dieses Item abzugraden. Okay, und da brauchen wir dann von den Blauen auch welche. Okay. Das Schwert können wir upgraden. Oh, das ist aber nicht unser Schwert, das ist ein anderes Schwert. Okay. Das hier braucht, da brauchen wir wieder blaues Zeug. Okay. Aber die Copperhead können wir upgraden. Okay, Charakterlevel zu niedrig. Sieht das hier mit der Kleidung aus? Können wir die Hose hier upgraden, damit wir vielleicht die Hotpants 12, auf 12 müssen wir das bringen. Das wird eine Weile dauern, das auf 12 zu bringen, glaube ich. Oh, wir haben eine neue Sonnenbrille, die besser ist. Interessant. Okay. Okay, dann muss das halt erstmal reichen hier. Können wir irgendeinen von diesen Containern aufmachen hier? Haha! So, wusste ich doch, dass irgendeiner von den Containern Chris aufgemacht. Okay. Ah! Oh! Oops, sorry. Schon wieder ein Haftbefehl hier. Ah.
Na, und der Haftbefehl ist schon wieder erloschen. Das geht hier so schnell. So, vielleicht sollte ich hier abspeichern. Okay. Und dann beim nächsten Mal geht es weiter, wenn wir versuchen, diese Begegnung quasi zu überleben. Mit den wenigen Fähigkeiten, die wir haben. Ja, dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen und like das Video, schreibt einen Kommentar, wenn ihr mögt und ja, dann bis denn. Ciao.